im Grotto vor Erminia Motalla im südbündnerischen Misox. Die 81-Jährige heizt und kocht schon seit eh und je mit Holz. Eine alte Tradition und für Erminia Motalla auch heute noch Alltag. Machen Sie jeden Tag ein Feuer? Ja, jeden Tag. Am Morgen aufstehen, bis früher gehen im Bett, ist der Feuer. Immer. Ist denn Polenta besser vom Feuer? Ja, das schon. Viel besser. Ja, elektrisch ist nicht so gut. Das Grotto hat Erminia Motalla von ihrer Großmutter übernommen. Unterdessen hat sie zwar auch einen Kochherd und eine kleine elektrische Heizung, aber Schmiede ist nach wie vor wichtiger. Mit Holzheizen gehört auch im Tal in Misox noch in Mengen Haus dazu, häufig als Zusatz zu einer elektrischen Heizung. In den zwei Ortschaften San Vittorio und Crono beispielsweise hat mehr als die Hälfte der Haushaltungen eine Holzführung. Viele davon noch alte Schmiede oder Schwedenöfen. Für Samt für Umwelt ein Problem. In San Vittorio misst der Kanton schon seit Jahren den Anteil von gesundheitsschädlichen Abgasen in der Luft und dabei besonders auch der Feinstaub. Die giftigen Partikel sind unter anderem krebserregend. Im Vergleich mit anderen Orten haben wir hier sehr hohe Belastungen. Wir haben den Dezember hier außerordentlich hohe Luftbelastung gehabt. In der Schweiz ist es sonst außer in Chiasso oder in anderen Orten im Sottoceneri nie mehr so hohe Belastungen gemessen worden. Laut verschiedenen Messungen vom Kanton kommt im Winter bis zu 70% vom Feinstaub von Holzheizungen. Vor allem, wenn es wenig windet und regnet. 46 Grenzüberschreitungen hat es allein im letzten Jahr gegeben. Erlaubt wäre eigentlich nur eine pro Jahr. Wir haben hier die spezielle Situation, dass wir in einer Kaltluftsee sind, wo die Luft schlecht ausgetauscht wird. Es ist auch eine enge Talflanke und der Ort ist im Talboden. Könnte das nicht auch ein Import zum Beispiel von Italien sein? Nein, das ist im Winter ganz klar nicht der Fall. Das kann höchstens im Sommer mit der Thermik sein, dass da aus der Po-Ebene noch Feinstaub zu uns importiert wird. Im Winter ist das hausgemacht, das ist lokal produziert und die Luft bleibt einfach in dem Kaltluftsee liegen. Durchs Misox führt auch die A13, die San Bernardino-Autobahn. Und im Tal hat es auch Industrie. Aber für die grossen Grenzwertüberschreitungen sind vor allem die Holzführungen verantwortlich. Das zeigen wissenschaftliche Analysen. Für den Kanton ist klar, es muss eine Änderung geben. Darum schafft er jetzt einen Massnahmenplan aus. Die Möglichkeiten könnten gehen von Schmiedefilter über Heizungsanlagenerneuerungen bis hin zu einem temporären Schmiedeverbot. Filter einzubauen tönt verlockend einfach, ist aber nicht wirklich eine Lösung. Das zeigen aktuelle Forschungsresultate vom Paul-Scherrer-Institut. In einer Rauchkammer haben die Forscher nämlich herausgefunden, dass der schlimmste Feinstaub erst nach dem Chemie entsteht. Wir haben jetzt herausgefunden, dass, wenn man eine Filteranlage in Schmiede einbaut, dass man dann zwar einen grossen Teil der Partikel eliminieren kann, aber das Gas geht trotzdem durch den Filter durch und bildet den ersten Partikel in der Atmosphäre. Diesen Anteil kann man mit einem Filter nicht rausnehmen. Die existierenden Filter heben den Feinstaub im Rauch also fast vollständig zurück. Das Problem sind die Gase im Rauch. Die ziehen dem Filter vorbei. In der Luft reagieren die Gase mit dem Sonnenlicht. Durch eine chemische Reaktion entsteht weiterer Feinstaub. 3 bis 5 Mal mehr, wie es im Chemie schon hatte. Darum wäre es sinnvoll, Heizungen zu haben, wo schon von Anfang an möglichst wenig Abgas entsteht. Der Kanton überlegt sich darum Subventionen für die Hausbesitzer, die ihre alte Schmiede beispielsweise mit einer umweltfreundlicheren Pelle- oder Holzschnitzelheizung ersetzen. Ein neues Heizsystem kostet aber bis zu 30'000 Franken und auch mit Subventionen müssen die Hausbesitzer voraussichtlich den grössten Teil davon selber zahlen. Schmiede, die ganz klar einfach nur die Umgebung heizen, die wird man langfristig auch nicht mehr können im Betrieb haben, wenn einmal so eine Smog-Situation ist. Also, dass man es zwischenzeitlich verbietet? Es kann sein, dass man so eine Massnahme ergreifen muss, wenn einfach Grenzwerte überschritten sind. Ein neues Heizsystem kommt für die Erminia Motalla nicht in Frage. Beim Schmiedeverbot müsste sie darum elektrisch heizen. Das wäre schade. Schade. Und eben, das kostet weniger, oder? Elektrisch kostet ziemlich viel. Das wäre schade. Ohne Holz. Schade sei es auch darum, weil sie dann ihre Polenta nur auf dem Feuer machen könnte. So wie man das in Misox seit Generationen macht.